Willkommen aus St. Petersburg und damit willkommen zum Auftaktspiel der Gruppe B. Heute heißt die Begegnung Marokko gegen Iran. Und damit willkommen zur FIFA WM 2018, der ersten Partie der Gruppe B. Heute treffen beide Teams zum ersten Mal aufeinander in einem großen Turnier. Beide eher Außenseiter der Gruppe. Mal schauen, wer aber vielleicht doch gefährlich werden könnte in der Gruppe. Erstmal die Nationalhymnen der beiden Teams. Als erstes die von Marokko. Und nun die Nationalhymne des Irans. Und damit kann das Spiel losgehen. Das Spiel der beiden Außenseiter der Gruppe B. Der Iran. Schon letztes Mal bei der WM in Brasilien dabei. Hat sich aber in der Gruppe mit Argentinien, Bosnien-Herzegowina und Nigeria nicht durchsetzen können. Für Marokko ist es die erste Teilnahme seit 1998. Und das ist die Aufstellung von Marokko. Sie spielen heute mit einem 4-1-4-1. Damit haben auch viele gerechnet. Vorne heute im Sturm Boutay. Auf der anderen Seite der Iran. Heute mit einem 4-2-3-1. Wir gehen das hier auch etwas defensiver an. Viele hätten erwartet, dass das eher in Richtung 4-3-2-1, also eher in Richtung 3-Sturm-Taktik geht. Aber so ist es nicht der Fall. Und damit willkommen aus St. Petersburg zum Spiel zwischen Marokko und dem Iran. Und es kann losgehen. Marokko in den roten Trikots gegen den Iran in den weißen Trikots. Bejaga. Und Doppelpassspiel und die erste Chance. Ja, in dieser Gruppe sind sie wieder Außenseiter, also der Iran. Dieses Mal haben sie unter anderem Portugal als Europameister und Spanien in der Gruppe. Das Spiel ja heute Abend hier auch zu sehen auf diesem Kanal. Erstmal Eckball. Abgefangen. Also für viele Experten wird diese Partie hier auch eher die Partie um Platz 3 sein. Ausgenommen natürlich, es gibt da Überraschungen im direkten Duellen. Dira im Abseits. Normalerweise ja Rechtsverteidiger. Hier sehr weit vorne. Aber das hat die Taktik eben mal so ergeben. Andersrum natürlich, genau dann, da fehlt dir dein Spieler. Nächste Flanke und gut gemacht. Vom Torwart bleibt da souverän stehen. Lässt sich hier nicht aus der Ruhe bringen. Amrabat. Ah, nicht gut gemacht. Nijaga, Doppelpassspiel. Ja. Aber ein bisschen der Mut ein bisschen höher als der Erfolg. Und so keine großen Probleme für den Keeper. Nijaga.
Karimin. Und da, ah, der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Aber den erwischt er nicht richtig. Der wäre unhaltbar oben ins Eck eingeschlagen. Der Torwart hat eigentlich auch schon hinterher geschaut. Glück für Marokko, dass es hier nicht 1-0 steht. Oder besser gesagt 0-1. Karimi. Ball erstmal sicher abspielen. Da geht wieder über die Flügel. Das hat aber jetzt nicht so geklappt. Hier nochmal die große Möglichkeit von Dejaga. Die bislang größte Möglichkeit in dieser Partie. Aber bislang warten beide Teams noch auf den ersten Torerfolg im Turnier. Belhanda. Hakimi dribbelt sich hier ohne Probleme durch. Hakimi mit der Möglichkeit. Also eigentlich so ein Mann, den darfst du da nicht einfach frei rauflaufen lassen. Hier hat man gesehen, warum nicht. Ein paar Zentimeter weiter rüber und das Ding wäre entweder gegen Alu geflogen oder ins Tor geflogen. Man muss immer aufpassen. Nächste Möglichkeit von Marokko. Jetzt hat man ihn mittlerweile auf dem Schirm. Hakimi. Möglichkeit, ja. Nee, so darfst du das nicht machen. So darfst du das nicht machen. Den erwischt er ganz schlecht. Also, das kann aber nicht besser. Bislang in dieser Partie, ja, die Genauigkeit, das ist das, was momentan fehlt. Vielleicht aber jetzt mit Genauigkeit. Verteidiger Benatia passt da hinten auf. Karimi. Und ah, den Tundler, den kannst du natürlich versuchen, klar. Aber der hat hier überhaupt nicht gepasst. Amrabat. Ah, dribbelt sich hier gegen zwei durch. Belhanda. Geht lieber wieder zurück. Und das ist die Chance! Schön gemacht und auch der schöne Schuss. Dieses Mal war auch alles gut, aber es haben eben wieder diese Zentimeter gefehlt. Und Marokko aktuell näher dem 1-0 als der Iran, der ja am Anfang des Spiels aktiver war. Aber jetzt mehr mit Verteidigen zu tun hat. Wahrscheinlich, weil sie sich eben hier momentan ziemlich überraschend sehr weit zurückziehen. So darfst du den Ball nicht annehmen. Hakimi. Nächste Möglichkeit jetzt vielleicht über Belhanda. Amrabat schaut natürlich, kommt am ersten vorbei und der Ball ist gut! Und der Ball ist gut, aber so doch nicht. Aber so doch nicht.
den hätte er viel tiefer ansetzen müssen. Riesenmöglichkeit hier, wieder für Marokko, wieder zur Führung und es hat wieder nicht gereicht. Also am Engagement von Marokko, da brauchst du heute anscheinend nicht zweifeln. Aber eben die Genauigkeit, das ist das, was momentan fehlt. Wird sich das jetzt vielleicht rächen? Möglichkeit für den Iran, ja. Am Tor vorbei und dann war es der Halbzeitpfiff. 0-0. Eigentlich hat dieses Spiel bislang Tore verdient. Aber diese Tore sind noch nicht gefallen. Vielleicht wird sich das in der zweiten Halbzeit ändern. Hoffen wir es einfach mal. Und dementsprechend Halbzeit 0-0 Marokko gegen Iran. Die 52 Minuten können losgehen. Marokko in den roten Trikots gegen den Iran in weiß. Die erste Halbzeit, Marokko hat viele Chancen, ja, aber irgendwie fehlt die Genauigkeit. Und das ist eben dann aktuell der Clou, weswegen es hier nur 0-0 steht. Vielleicht jetzt aber. Doppelpassspiel, Belhanda. Und dran vorbei, aber der Ball ist etwas zu weit, nicht mehr erreichbar für ihn. Konterchance, Iran. Ja. Na, Dribbling. Hat nicht gepasst, aber trotzdem sind sie noch am Ball. Amrabat. Und es gibt Eckball. Ecke für Marokko. 53. Minute. Vielleicht jetzt auch die goldene Chance. Ecke kommt. Hoch und weit. Kann geklärt werden. Vielleicht mit einem weiten Ball wieder. Ja. Geblockt. Nächste Chance. Hakimi. Nee. Abgefangen auf dem Flügel. Und der Iran wieder am Ball. Karimi verliert den Ball im Zweikampf. Nächstes Aufbauspiel von Marokko. Ah, wieder unbedrängt. Und dann so ein Foul zu begehen, ja, ist gefährlich. Gefährliche Chance für Marokko. Wechsel. Auf beiden Seiten. Beide mit neuen Kräften. Und jetzt kann es brandgefährlich werden. Die Chance! Sehe ich mit der Möglichkeit. Das hat er in den Niederlanden besser gemacht. Bei Ajax Amsterdam. Hier geht er knapp an der Latte vorbei. Es ist eben so eine Zentimetersache heute. Es ist eine Zentimetersache, die bislang nicht zugunsten von Marokko ausgegangen ist. Und das ist vielleicht das Bittere. Zumindest aus Sicht von Marokko. Weil der Iran bis auf die Anfangsphase des Spiels bislang harmlos wirkt. Da kommt einfach viel zu wenig. Vielleicht zeigen sie jetzt das Gegenteil. Na, Hackenpass. Und ja, geklärt, aber dann. Ja, Einwurf für den Gegner aus Sicht der Iraner. Lässt ihn da doof abtropfen.
Und so geht der Ball dann unglücklich halt ins Aus. Dejaga. Benatia. Und der Ball ist ja halb gefährlich gewesen. Vielleicht jetzt direkt mit der nächsten Möglichkeit. Chance. Und dann ist es das 1:0. Führung, Giran. Hat man eigentlich nicht so kommen sehen. Sie waren eher das passivere Team, haben aber jetzt die Führung erzielt. Damit den Spielstand mal auf den Kopf gestellt. Aber alle Marokkaner auf einem Fleck. Ja, so darfst du die Sache auch nicht verteidigen. Und der Iran führt. Der Keeper kommt noch mit den Fingerspitzen dran, kann ihn aber nicht rausklären. Und damit führt der Iran mit 1:0. Durch Izatolahi. Wenn ich das richtig ausgesprochen habe, dann ist alles super. In der 74. Minute. Ja, und du kannst Chancen haben, wie Hülle wie Fülle. Wenn du die Tore nicht machst, dann darfst du dich nicht wundern, warum du verlierst. So sieht's aktuell aus. Vielleicht aber jetzt direkt die Antwort. Nein, dafür direkt die Kontermöglichkeit. Die nächste Chance für den Iran. Natürlich, jedes Tor könnte wichtig sein, auch fürs Weiterkommen. Wie erwähnt, es kann natürlich sein, dass Portugal oder auch Spanien mal gegen einer der beiden Teams hier wie Iran und Marokko mal stolpert. Und dann sind so welche Spiele wie dieses hier heute enorm wichtig. Erst recht mit dem Torverhältnis. Der Schiedsrichter hat hier erstmal Vorteil gesehen und hat den dann jetzt doch abgepfiffen. Dieser Wechsel bei Marokko. 9 Minuten haben sie noch, um hier irgendwie das Ding noch zu ändern. Schadensminderung zu machen, wollte ich sagen. Schadensminderung, also Punkt holen. Oder wird der Iran jetzt davonziehen mit dem zweiten? Na, kein guter Pass. Belanda. Zeiss, schön nach vorne gespielt. Mahi. Rückpass. Belanda kommt vorbei. Flanke abgefangen. Weg damit. Weg damit und den nächsten Konter vielleicht. Dejaga. Na, Ball läuft. Gut. Und der geht nicht ins Aus. Ben hat ja den vorher. Ja. Zeiss. 3 Minuten Nachspielzeit wird angezeigt. Letzte Möglichkeit also wahrscheinlich für Marokko. Chance. Und dann ist es nicht der Ausgleich. Wechsel bei Marokko. Ja, die beeilen sich jetzt natürlich. Klar. Aber beim Iran sieht das ein bisschen gemächlicher aus, ein bisschen ruhiger. Klar, Zeit ist da. 1:0. Wichtige 3 Punkte im Auftaktspiel. Die vielleicht sogar den Weg ebnen. Und dann war's das. Der Iran gewinnt mit 1:0 gegen Marokko. Vielleicht ein spielentscheidendes Spiel. Und er hat's gemacht. Er hat das Tor gemacht. Das 1:0. Ja, die Marokkaner können mit gesenktem Kopf nach unten gehen. Sie haben viele Chancen gehabt. Und am Ende haben sie eben keine gemacht. Und dann der Gegner macht halt eine Chance, trifft halt. So läuft das eben manchmal auch im Fußball. Wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Spiel wieder. Der Iran besiegt Marokko mit 1:0. Bis zum nächsten Mal und ciao.